Freunde, vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Mahnwache und vielen Dank dafür, dass ich mir ein paar Worte an Sie richten darf. Ich mache einen Anfang, weil genau die gesellschaftliche breite Debatte, die ethische, rechtliche, gesellschaftliche Fragen mit beinhaltet, mich in mehrfacher Hinsicht auch in meiner Arbeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag betrifft. Zum einen als Mitglied des Verteidigungsausschusses, der sich für die Sicherheit und eine ordentliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten stark machen muss. Als Obmann für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, insbesondere diese drei Begriffe, nämlich Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, die zusammengeführt werden müssen. Und zum dritten, als stellvertretender Sprecher, rechtspolitischer Sprecher meiner Partei, bin ich mit den verfassungsrechtlichen Fragen beim Einsatz von Waffensystemen als Berichterstatter mit betroffen. Warum stehen wir hier? Weil heute im Bundesministerium der Verteidigung die sogenannte Auftaktveranstaltung zu dem von der Sozialdemokratie und im letzten Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag geforderten gesellschaftlichen Debatte beginnt. Ich sage bewusst beginnt. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern in dieser Gesellschaft, dass diese Debatte geführt wird, und zwar in der Breite der Gesellschaft. Dazu gehört das Bundesministerium der Verteidigung, dazu gehören die Stiftungen, dazu gehört die gesamte Gesellschaft, dazu gehören die Parteien, die NGOs, die es in diesem Land gibt. Und deshalb ist es wichtig, den Anstoß zu nehmen, diese Debatte zu führen, sie aber zu führen unvoreingenommen, sondern zu sagen, diese Debatte soll in dieser Gesellschaft für Deutschland und vielleicht über Deutschland hinaus ein Ergebnis präsentieren, über das dann letztendlich der Deutsche Bundestag zu entscheiden hat. Am 26. Mai soll die nächste Runde einer öffentlichen Debatte erfolgen, die dann im Deutschen Bundestag stattfindet. Aber auch sie soll nicht den Abschluss aus unserer Sicht bringen, sondern soll ein weiterer Step in dieser gesellschaftlichen Debatte sein. Entschuldigen Sie. Was mich betroffen gemacht hat, ich sage dies ganz deutlich, dass vor Beginn dieser Debatte zum heutigen Tag schon wieder über die Medien von denen, die bewaffnete Drohnen wollen, und ich sage ganz deutlich, ich möchte sie nicht, weil ich die Entgrenzung des Krieges, die neue Qualität einer militärischen Auseinandersetzung sehr kritisch, sehr sorgsam, um nicht zu sagen sehr ängstlich sehe, wenn man Angst überhaupt in der Politik haben darf. Aber dass geneigte Kräfte, die dies wollen, bereits vor dieser Debatte sich schon wieder positionieren, wie beispielsweise der noch im Amt befindliche Wehrbeauftragte, der jetzt sagt, wir brauchen bewaffnete Drohnen, um nur einige davon zu nennen. Ich halte dies für den falschen Weg. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass unser verteidigungspolitischer Sprecher, der ja nicht unbedingt an vorderster Front dies sagen müsste, Fritz Felgentreu sagte, wir sollen keine Ergebnisse vorwegnehmen, sondern ordentlich miteinander diskutieren, ordentlich auch die entsprechenden Fachleute mit einzubeziehen und ordentlich dies abzuwägen. Eines wird sein, dass wir heute beispielsweise über ein Papier, ich glaube es sind 14 oder 15 Thesen der evangelischen Militärseelsorge, debattieren müssen. Ich persönlich sage ganz deutlich, ich hätte mir gewünscht, dass ich diese Thesen, über die wir heute, ich nehme an dieser Podiumsdiskussion teil, ich hätte mir gewünscht, dass diese Thesen nicht gestern Nachmittag gekommen wären, sondern ein bisschen früher, damit ich mich wirklich mit den 15 Thesen auseinandersetzen kann. Und ich sage, die habe ich jetzt gehört, die haken wir ab. Und deshalb glaube ich, brauchen wir diese breite gesellschaftliche Diskussion. Zu dieser breiten gesellschaftlichen Diskussion aber brauchen wir Sie, brauchen wir euch, brauchen wir viele Menschen in dieser Gesellschaft, die abseits der Corona-Krise, abseits des Tagesgeschäfts, abseits der Frage, ob der öffentliche Nahverkehr funktioniert in dem Land, abseits von der Frage, ob wir finanziell uns etwas leisten können oder nicht, abseits von Sicherheit und Ähnlichem, sich mit der Frage der Sicherheit unseres Landes, mit Sicherheitspolitik wieder auseinanderzusetzen. Ich persönlich stelle fest, als Wahlkreisabgeordneter immer mehr und in großem Maße, dass ich mit Abrüstungsthemen, mit sicherheitspolitischen Themen, eigentlich, wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin, nur ein kleines Spektrum der Gesellschaft erreiche. Ich möchte aber gerne die Breite der Gesellschaft erreichen und das wollen wir mit diesem Dialog setzen. Ich darf an dieser Stelle Ihnen viel Mut, viel Kraft, viel Ausdauer wünschen, uns aber auch wünschen, dass es uns Sozialdemokraten in dieser Legislatur gelingt, sie ist ja nicht mehr so lang, dass es uns in dieser Legislatur gelingt,
diese gesellschaftliche Debatte zu führen, und zwar so lange, wie sie notwendig ist zu führen, um zu einem qualitativ vernünftigen Ergebnis zu kommen. Und erst danach können wir, wenn diese Debatte durchgeführt wird, überhaupt daran denken, Entscheidungen zu treffen, den Daumen zu heben oder den Daumen zu senken. Das ist seriöse Politik, das ist seriöse Sicherheitspolitik, die wir umsetzen müssen, und zu der möchte ich Sie und uns alle einladen. Sprechen Sie mit vielen Menschen, dass Sie dieser Diskussion teilnehmen. Wenn man jetzt diese Gemeinschaft hier nimmt und jeder nimmt eine Person, die noch nicht darüber gesprochen hat, zur Seite und sagt, wäre das nicht was, darüber zu diskutieren, dann haben wir schon wieder potenziert. Das ist wie der Stein, den wir ins Wasser werfen, der immer weitere Ringe trägt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, alles Gute. Ich kann von mir nur sagen, heute Nachmittag bin gespannt, wie dieser Auftakt aussehen wird. Ich werde nicht ablehnend sehen, sondern mir das anhören, werde mich versuchen, in diese Debatte mit einzubringen und hoffe, dass wir zu guten Ergebnissen, also solchen Zwischenergebnissen kommen, auf denen wir dann eine breite gesellschaftlichen Dialog aufbauen können. Ihnen alles Gute, vielen Dank, dass ich hier sprechen konnte.